Das Gute an Videos ist, man tut so, als wäre man irgendwo dabei, ist man in Wahrheit schon längst irgendwo anders. Wenn Sie das hier sehen, mache ich Ferien, habe ich ja auch angekündigt hier. Aber ich will Sie natürlich bei der Stange halten mit spannenden Videos. Und ich habe für heute einen mehr als nur würdigen Ersatz gefunden. Den Beitrag, der jetzt kommt, den macht kein Geringerer als Erik Nebel. Erik Nebel, der hier ja auch den Kanal China to Invest betreibt. Mit einem ganz besonderen Thema diesmal, aber ich will Sie da gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Eine Hitze ist das. Scheißurlaub. Ja, vielen Dank, Gerhard. Nicht nur, dass du heute den Stuhl für mich temporär mal räumst, sondern dass du es auch noch geschafft hast, direkt vor deinem Urlaub diese nette Exposition aufzunehmen. Ich bin ja gespannt, wohin es dich mit deinem Paddel dann verschlägt. Vielleicht erfahren wir dann an anderer Stelle noch mal mehr. Ja, ganz herzlich willkommen bei meinem Video heute. Ganz kurz auch zu meiner Person. Mein Name ist Erik Nebel und ich beschäftige mich, ja, man kann sagen, 365 Tage im Jahr mit China, ganz speziell mit chinesischen Aktien. Und dazu gehört natürlich auch im weitesten Sinne alles, was damit zusammenhängt und was dies beeinflusst, wie zum Beispiel die chinesische Wirtschaft, die chinesische Gesellschaft und alle kulturellen Aspekte. Das alles packe ich zusammen in ein Paket und komme dann mit verschiedenen Themen um die Ecke. Und heute habe ich mir überlegt, naja, wenn ich auf dem Zukunftsmärkte-Kanal bin, was kann ich denn da als besonderes Objekt sozusagen mitbringen und habe mir eine tatsächlich ganz besondere Zukunftsaktie rausgesucht und die kommt gleich. Die ist ein echter Hotstock und man kann auch sagen, sie ist nicht unbedingt für jeden was, aber die wenigsten kennen sie und sie verrät sehr viel über China. Von daher ist sie, glaube ich, für fast jeden interessant. So, also die Aktie, über die ich rede, ist SenseTime. SenseTime ist im Prinzip ein, ja, Softwareunternehmen, aber nicht irgendein Softwareunternehmen, sondern die stellen KI-Lösungen her. Und zwar als Massenware. Das ist was Besonderes. Warum? Naja, immer mehr Unternehmen reden ja von KI und wollen KI, also KI, künstliche Intelligenz, auch einsetzen. Aber die wenigsten können es wirklich oder haben überhaupt die finanziellen Mittel oder das Know-how, dies zu tun. Und SenseTime bietet das als sozusagen breite Lösung an mit einer riesigen Plattform namens SenseCore und hat jetzt schon weit über 2000 Kunden. Zu denen zählen große Namen wie Nvidia, Honda, Alibaba, aber auch Organisationen wie zum Beispiel das MIT. Ja? Also das ist super spannend. Und wenn ihr euch jetzt darunter noch nichts vorstellen könnt, dann schauen wir mal ganz kurz in die Unternehmenssegmente rein. Dann wird vielleicht ein bisschen mehr klar, was genau steckt jetzt hinter diesem Begriff KI, was für Produkte und Services sind das am Ende. Ja? Gut, schauen wir mal. Also, die Statistik, die ich hier erstellt habe, die zeigt im Prinzip den Umsatz 2021 des Unternehmens aufgeteilt in diese vier Bereiche. Wir sehen einmal der größte mittlerweile, die hatten das stärkste Wachstum letztes Jahr, das ist Smart Cities. Und das heißt im Prinzip, dass sie sozusagen dabei helfen, Städte zu entwickeln. Also hier sind auch vor allem Regierungen natürlich Kunden oder alle, die in irgendeiner, ja, Form in Verbindung stehen mit urbaner Entwicklung. Und die sind letztes Jahr weit über 30% gewachsen. Mittlerweile ist es das größte Segment. Danach haben wir hier Smart Business. Das heißt, hier wird direkt, ja, auf Unternehmen eingewirkt. Hier wird die Ressourcenplanung zum Beispiel unterstützt und Unternehmen eben attraktive Lösungen angeboten, damit sie effizienter operieren, aber auch selbst natürlich bessere Lösungen anbieten können. Und relativ klein vom Umsatz anteilig sind Smart Life, also eher so die Applikation im Haushalt und Smart Auto, ganz klar. Das ist autonomes Fahren. Ja, jetzt haben wir gesehen, das waren hauptsächlich B2B-Lösungen. Also im Prinzip Business to Business. SenseTime bietet dieses oder diese Service anderen Unternehmen an. Jetzt haben sie aber auch, und das kam ganz frisch rein, konnte ich noch ins Video aufnehmen, zum Beispiel erstmalig ein Produkt rausgebracht, das ein bisschen greifbarer ist buchstäblich, das auch direkt die Konsumenten sozusagen adressiert. Und das ist ein Schachcomputer. Schachcomputer, das gibt es ja schon, weiß ich, 30, 40, 50 Jahre. Ja, das ist nicht irgendein Schachcomputer, sondern ein wirklicher Roboter. Ich blende das hier mal ein. Und dieser schafft es tatsächlich, nicht nur Schach zu spielen, sondern auch das chinesische Schach. Das ist wesentlich komplexer als das, was wir normalerweise kennen.
Wird das jetzt der große Gamechanger werden, dieses Produkt? Wahrscheinlich nicht, aber es zeigt, dass das Unternehmen sehr innovativ ist und möglicherweise auch in diesen Smart Home Market oder auch mehr zu diesem Konsumentenmarkt hingehen wird und das zusätzlich noch Umsätze in der Zukunft generieren kann. So, jetzt haben wir das gesehen und noch ein Hinweis zu dem Unternehmen. Wichtig, wenn wir jetzt weiter über die im Prinzip sozusagen Struktur sprechen, ist zu verstehen, wie hat sich das eigentlich entwickelt. SenseTime wurde ursprünglich aus einem, man kann sagen, akademischen Projekt heraus gegründet, 2014 an der Uni in Hongkong. Und das ist bis heute ganz, ganz wichtig für das Unternehmen und hat einen großen Einfluss, denn es sind über 70% der Mitarbeiter entweder Naturwissenschaftler oder sie haben zumindest einen Ingenieurhintergrund. Und das setzt sich bis heute fort. Natürlich sieht man das bei den R&D-Ausgaben, also Forschung und Entwicklung, extrem hoch. Und dieses Projekt wurde eben so weit fortgeführt, dass man irgendwann ein richtiges Unternehmen hat, also so wie man es sich eigentlich vorstellt. Es war dann das wertvollste Software-Startup der Welt und ging dieses Jahr an die Börse. Wir sehen gleich, also letztes Jahr ging das schon los. Das war nicht ganz ohne Problematiken. Aber wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, dass diese Forschung und Entwicklung, dass diese Aufwände sind natürlich enorm hoch, gerade im Bereich der Smart Business und Smart Infrastructure. Und das müssen wir jetzt berücksichtigen, wenn wir jetzt in die Zahlen reinblicken. Denn die habe ich natürlich auch mitgebracht. Wie steht so ein Unternehmen eigentlich da? Kann das überhaupt schon Geld verdienen? Und ja, die Antwort ist, wenn wir hier die Umsätze und Gewinne betrachten, nein, tatsächlich Geld verdient wird noch nicht. Aber wir schauen erstmal auf die Umsatzentwicklung. Die sieht ganz gut aus. Wir sehen hier einen stetigen Anstieg. Und wichtig auch, 2021 war nochmal stärker vom Wachstum, wurde beschleunigt als im Vorjahr. 2020 natürlich ein bisschen zurückhaltend damit, mit Covid, keine Frage. Also dieses Wachstum ist intakt und macht natürlich auch Sinn, denn die Unternehmen haben hier eine hohe Nachfrage, die stetig wächst. Ebenfalls gewachsen ist allerdings leider der Verlust. Und das ist natürlich etwas, auf das viele jetzt schauen werden und sagen, das sieht natürlich furchtbar aus. Es muss aber, wie gesagt, klar sein, das Unternehmen hat natürlich ein, wie man sagt, sehr front-loaded Business-Modell. Das heißt, man muss erstmal viel ausgeben. Es wäre sicherlich kein Problem, dass man sagen würde, wir werden nächstes Jahr profitabel, nur dann verspielt man natürlich seine Zukunft. Wenn man nun aber viel ausgibt und man hat genügend Cash-Reserven, das ist nicht das Problem, dann kann man natürlich sich hier einen riesigen Burggraben anlegen, den später keiner mehr wirklich einfach so überschreiten kann. Und dann kann man irgendwann später die Profite einfahren. Also dieses Unternehmen ist natürlich noch sehr, sehr jung. Auch bei der Geschäftsentwicklung das berücksichtigen bei so einem Unternehmen. Da, man sollte es zwar im Blick haben, das ist nicht unwichtig, aber es ist eben nicht aus meiner Sicht bei so einem Unternehmen jetzt die ausschlaggebende Größe. Ja. Wenn du jetzt sagst, wow, KI, so ein Hotdog, das ist alles für mich sehr, sehr kompliziert. Ich bin China, was China angeht, gar nicht sicher. Ich finde China momentan viel zu komplex, viel zu opak. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt in China investieren soll. Ich würde China erstmal gerne verstehen. Dann würde ich dir empfehlen, dass du mal auf meinem Kanal eventuell vorbeischaust. Da habe ich solche Aktien. Ich habe auch defensivere Titel. Und ich habe Themen allgemein über China. Zum Beispiel gestern ein Video veröffentlicht, wo ich auf die aktuelle Export- und Handelsüberschussentwicklung eingehe, wo ich zum Beispiel zeige, Deglobalisierung und China passt überhaupt nicht zusammen. China ist globaler denn je. Und wo ich einfach auch Entwicklungen zeige, die den Aktienmarkt zwar tangieren, die aber nicht immer direkt für uns möglicherweise mit Aktien in Verbindung stehen und die uns dann eigentlich eher behindern, weil wir wollen ja China verstehen und wissen oft nicht genau, was eigentlich relevant ist. Und genau solche Themen habe ich eben auf meinem Kanal. Schau da gerne auch mal vorbei. So, und jetzt habe ich ja gesagt, das war so ein bisschen das erste Manko, was wir hatten, die Profitabilität. Da muss man bei so einem Unternehmen sich im Klaren sein, das ist einfach so. Es gibt jetzt noch ein, zwei andere Haken, die man, sagen wir so, über die sollte man zumindest Bescheid wissen. Das erste ist die Geschichte alles um das IPO. Und zwar wollte man letztes Jahr im Dezember in Hongkong ein großes IPO feiern. Kurz vorher wurde es abgeblasen und zwar, weil die USA gesagt hat, Moment, dieses Unternehmen, das müssen wir mal wieder auf eine Blacklist setzen. Da geht es um im Prinzip eine, sagen wir mal, militärische Blacklist, dass man sagt, die verwenden zum Beispiel oder sind beteiligt bei der Herstellung von Gesichtserkennungssoftware, die dann möglicherweise auch im Zusammenhang mit den Uiguren eingesetzt werden und so weiter. Und dann hat man den amerikanischen, also das war das US
Finanzministerium hat Amerikanern komplett verboten, da rein zu investieren. Und das hat natürlich bedeutet, dass die Evaluierung kurz vor dem IPO nochmal deutlich gesunken ist und man hat das IPO erstmal abgeblasen. Aber man wollte es unbedingt durchführen in Hongkong und hat dann gesagt, okay, was können wir machen? Und hat dann nochmal die Ankerinvestoren mehr bemüht und hat dann auch mit Hilfe des Staates zum Beispiel, also mit, sagen wir mal, Fonds, die vom Staat indirekt gestützt werden, hat man dann nochmal nachgeschossen und hat dann trotzdem das IPO durchgeführt. Ich zeige auch gleich den Aktienchart dazu. Aber man muss einfach sich darüber im Klaren sein, also US-Bürger können hier gar nicht rein investieren. Und für uns, wir können investieren, aber momentan nur in Hongkong. In Deutschland ist mir nicht bekannt, dass die Aktie irgendwo handelbar ist. Ich kann allerdings sagen, dass wir sie kaufen können, denn ich bin selbst, und hier kommt der Disclaimer, ich bin selbst investiert in diesen Titel, aber sie ist bei keinem Broker, soweit ich weiß, verfügbar. Ich habe das auch geprüft, soweit ich das kann. Mir ist nicht bekannt, dass die irgendwo handelbar ist in Deutschland, aber eben in Hongkong. Und wir können auch an ausländischen Börsen in Deutschland handeln und dementsprechend diese Aktie, wenn wir möchten, kaufen. So. Also, das ist wichtig zu verstehen. Jetzt schauen wir mal in den Chart. Was hat denn der Aktienkurs so gemacht in dem guten halben Jahr, seitdem die Aktie auf dem Markt ist? Ja, relativ klar erstmal. Wir sehen hier direkt nach dem IPO starker Anstieg. Und dann im Prinzip ist relativ wenig passiert für so einen volatilen Titel, muss man sagen, bis zum Juli. Und dann gab es hier nochmal einen richtigen Einbruch. Was war da los? Das hatte nichts mit irgendwelchen Interimzahlen zu tun, sondern das war einfach eine Sperrfrist, die abgelaufen ist. Es ist ja ganz oft so, dass wenn Aktien, die ja so einen Startup-Charakter haben, wenn die dann ihr IPO feiern, dass da noch eine Sperrfrist ist. Gerade in China ist es so, dass solche Unternehmen am Anfang oft sehr wenig Geld haben und dann ihre Mitarbeiter, so wie jetzt hier vielleicht auch die akademischen Mitarbeiter, oft tatsächlich mit Aktien bezahlen, also mit Eigenkapital. Und die Mitarbeiter sind sehr überzeugt davon und sagen, okay, für den Moment ist das okay. Wenn dann so ein IPO kommt, ist oft eine Sperrfrist. Hier sieht man relativ schön im Chart 6 Monate. Und dann haben sich natürlich viele Leute getrennt, weil sie gesagt haben, naja, aber ich will jetzt schon so ein Stück vom Kuchen gerne mal abhaben. Und danach im Prinzip ging es weiter, dass die Aktie einfach nur ja, auf einem sehr niedrigen Niveau konsolidiert ist. Ich bin übrigens auch hier im Juli dann eingestiegen, weil mir das dann doch sehr, sehr attraktiv war. Und gerade als langfristiges Investment für mich super spannend ist. Ja, also wie gesagt, wenn man an so einem Unternehmen teilhaben kann, was so innovativ ist, was so zukunftsorientiert ist, dann finde ich das ja zumindest eine Überlegung wert. Ihr könnt euch vorstellen, mein Portfolio besteht nicht nur aus solchen Titeln. Das ist eine Ausnahme, wo ich von Anfang an sozusagen dabei bin oder also mal relativ zeitnah nach dem IPO, weil ich das ja eine spannende Branche finde. China macht da viel und wir sehen, die Kunden sind einfach auch groß und gigantisch. Und was ist hier der Worst Case, dass wirklich die, auch die US-amerikanischen Kunden, dass die komplett raus müssen, weil die USA das sozusagen untersagt, dass sie da zusammenarbeiten dürfen, kann passieren. Aber selbst dann sehe ich das Unternehmen sehr, sehr, sehr stark aufgestellt. Und es gibt tatsächlich auch parallel zu gewissen anderen Unternehmen, speziell zu Xiaomi. Auch damals war ich 2018 bei dem IPO dabei. Ich kannte das Unternehmen schon von den Produkten und habe auch damals, als noch keiner darüber geredet hat, die Aktie gekauft, auch damals gab es diese Sperrfrist bei Xiaomi, Aktie ist eingebrochen und als sie dann eigentlich so in aller Munde war und dann ihre ja, große Jagd da gestartet hat, dann war es eigentlich für viele schon zu spät und heute hocken viele auf den Verlusten, weil solche Aktien dann oft erst in die Massendepots wandern, wenn es eigentlich schon, das heißt zu spät ist, aber wenn es nicht mehr so attraktiv ist. Und wenn man bei sowas mal von Anfang an dabei sein kann, dann ist es eine ganz tolle Sache. Und für mich super spannend langfristig. Ja, hier arbeite ich nicht mit irgendwelchen Stops oder gucke da täglich drauf. Ja. Das ist wirklich eine ganz heiße Kiste. Und wer jetzt fragt, ist diese Aktie wahrscheinlich auch bald in Deutschland handelbar? Bei Xiaomi war es auch so. Die hatten am Anfang Probleme. Die Aktie war kurz danach irgendwann in Deutschland handelbar, am Anfang nicht. Sehe ich hier ein bisschen kritischer, weil hier ist ja wirklich so, dass die in den USA ausgesetzt ist. Und wir da ja schon auch drauf hören, was machen die Amis. Ich kann mir vorstellen, dass sich hier viele zurückhalten und die Aktie weiterhin erstmal nicht in Deutschland handelbar ist. Ja? Aber ganz ehrlich, wer bereit ist, so ein Papier zu kaufen, der kann aus meiner Sicht auch sich einen Zugang zu einem ausländischen Broker verschaffen. Und da kann man die Aktie ganz einfach handeln. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist dann im Prinzip das Trivialste. Also muss jeder selbst wissen. Und so eine Aktie läuft aber auch nicht davon. Das kann man sich jetzt mal überlegen. Und vielleicht irgendwann in ein paar Jahren auch nochmal gucken. Und das ist einfach spannend. Wir sind ja noch in einem sehr frühen Stadium. Solche Unternehmen, die haben möglicherweise Jahrzehnte vor sich.
die sie dann auch mitprägen werden. Nur im Prinzip jetzt schon mal so als Hintergedanke. Und vielleicht sehen wir uns da hier in ein paar Jahren auf dem Kanal nochmal weiter, dann bringe ich dann bringe ich die Aktie mit und dann schauen wir mal, was daraus geworden ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und natürlich selbst, da ich ja beteiligt bin, auch besonders involviert. Ja, aber würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns zwischendrin schon mal auf meinem Kanal sehen. Den Link blende ich nochmal ein. Und wenn ihr dort mehr über China erfahren wollt, ist auf jeden Fall ein guter Kanal, um mal nachzuschauen. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich habe ungefähr die 17 Minuten von Gerhard getroffen. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber es ist unglaublich, wie präzise die Länge von Gerhards Videos immer sind. Der schafft es wirklich immer 17, 18 Minuten. Bei mir ist da ein bisschen mehr Standardabweichung drin. Mal schauen, ich werde jetzt gleich sehen, wie lange es geworden ist und dann schauen wir mal, ob ich da annähernd an das Niveau zumindest zeitlich rankommen kann. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich bei nächster Gelegenheit. Bis dahin, macht's gut. Ciao.